So, hallihallo, wieder ein neues Video, wieder ein Video, die Post war da. Jetzt echt gerade das Video schon mal angefangen und haben nicht mehr gewusst, welche Nummer, aber wir sind inzwischen bei Nummer 27 bestellt. Das weiß ich schon, obwohl man hier auf der Verpackung nicht sieht, woher es kommt, aber ich vermute es. Und weiß ja, wir packen das aus, dann gucken wir mal, ob wir recht haben. So, das nehmen wir gleich von der Kamera an, sieht von oben. Ziemlich groß das Paket auf jeden Fall. Aber wir haben beim Großen eh relativ viel bestellt. Sprich bei Everzone und das müsste diese Bestellung sein. Und die Musik, die habe ich heute mal tatsächlich etwas lauter. Sorry, aber dass sie zu laut ist, aber. Ah, das haben wir jetzt die Postwarte-Video. Wir machen es jetzt trotzdem ein bisschen leiser, weil das stört sogar nie. So. Kleiner Tick, könnte man es hier lauter machen. So, jetzt. Ja, es ist von Everzone, das sehe ich gleich an meinem Verdampferständer, weil der hier, der ist schon wieder voll, dass da wieder ein Verdampfer einfach so oben bloß drauf liegt. Und die Verdampferständer sind echt mega schick. Jetzt auf jeden Fall noch mal einer bestellt. Dann habe ich mir bestellt. Und die Kattenklaus, die hat eine neue Verpackung. Haben wir dann die alte Verpackung? Hoffen wir, dass das der Inhalt schmäler ist. Die Verpackung ist jetzt etwas breiter, aber dafür von der Höhe boah, richtig schmal geworden. Naja, ich hoffe mal, dass der Inhalt wenigstens der gleiche geblieben ist, dass sie nur die Größe von der Verpackung kommt sind. Auf jeden Fall muss ich da jetzt echt sagen, das ist momentan meine Lieblingswatte, weil die halt. Ja, könnt ihr da gestern mal im Livestream gucken, wo ich die neue Verdampfer gewickelt habe. Halt mega simpel, einfach das abzuschneiden, was man braucht. So, dann habe ich mir bestellt den Zeus X in Rot. Der ist dann auch nicht mehr auf dem Bild rot, also rot-schwarz, die Glocke in der Schwarz, der Rest rot. Fällt mir optisch am besten eigentlich. Dann habe ich mir bestellt von Smog Mikro Kit. Ja, das ist ein Pottverdampfer, aber nicht MTL, sondern das soll dann eher DL funktionieren. Kommt dann auf jeden Fall auch ein Video, da bin ich echt gespannt drauf. Dann habe ich mir bestellt noch ein paar Akkus. Die meinen, ich habe dieses Mal OTC4 Akkus jetzt bestellt. Wenn ihr die einfach mal vergleichen wollt, ob die wirklich nur 2100 mAh fassen können oder ob da vielleicht auch mehr rein passt. Einfach mal ausprobieren, ob die VDC5A tatsächlich so viel besser sind oder VDC6, dass man sagen kann, okay, der Aufpreis lohnt sich oder ob es letztendlich vielleicht nahezu doch die gleiche Akku sind, bloß anders gelabelt. Will ich halt einfach mal wissen. So, dann habe ich mir bestellt den Glas RTA V2 müsste es sein. Guck mal, das ist der V2. Oder gibt es da gar keinen V2? Aber vom Bild her auf jeden Fall das, was ich wollte. Es ist also im Prinzip der Aromameißer. Auch mit 30 mm.
aber halt innen drin eine Glaskuppel, fast dafür 1 Milliliter weniger Liquid, aber der Geschmack soll noch besser sein wie beim Aromameißer. Ausprobiere, dann weiß es. Dann habe ich mir bestellt Manto X, das ist ein von Rincar, ein Akkuträger, wo eigentlich in der Größe von meiner Vismec Dual sein soll, aber vom Preis her halt wesentlich günstiger. Da bin ich mal gespannt, ob das ein Konkurrenzprodukt ist für die Vismec Relais Generation 3 Dual. So, und nochmal ein Akkuträger. Den Tor. Und das ist ein ganz billiger Akkuträger. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich zahlt habe für den, aber das war irgendwas um die 20 Euro. Also, so ein außer Verpackungsmaterial ist jetzt nichts mehr drin. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal den Tor an. Soll ich eigentlich schön nachgucken, was ich dafür gezahlt habe? Aber es war irgendwas um die 20 Euro rum. Guck mal mit der Kamera noch mal ein bisschen raus. Dass man ein bisschen sieht, was ich da Hanna so mache. Und vielleicht nehme ich von dem, was heute kommen ist, auch noch irgendwas morgen mit auf die Messe, wobei das jetzt echt sehr kurzfristig ist. So, der Akkuträger. Ja, gut. Nichts Besonderes, sage ich mal, vom Design her, das ist so richtig. Also man spürt den Aufdruck hier. Das ist so ein bisschen 3D-mäßig gemacht. Aber mega leicht auf jeden Fall. So, wo kommen denn da die Akkus? Ne. Ah, komplette Rückdeckel abziehen. Ja, dann würde ich sagen, da kommen jetzt direkt schon VTC4 Akkus. Ne. Ich hoffe, dass die schon ein bisschen vorgeladen sind. Lustner Ober. Lustner. Wenn da schon ein Bändel dabei ist, dann sollte man den auch so einlegen, dass ich mit dem Bändel die Akkus dann bei Bedarf auch wieder rausziehen kann. Ja, also die Box fühlt sich in meinen Augen schon ein bisschen billig an. Aber die war ja auch billig. Und das Display war jetzt einfach mal nichts Besonderes, aber ausreichend. Und wie man sieht, die Akkus, die sind nahezu leer. Das heißt, ich musste erst noch laden. Wäre die Akkus leer versendet. Hier haben wir eigentlich nichts mehr drin als wie ein Datenkabel. Datenladekabel, also Micro-USB. Ob man damit Daten austauschen kann, weiß ich, aber ein Ladekabel ist auf jeden Fall und eine kleine Anleitung. Da steht doch einiges drauf. Also die hat einen Bypass-Modus, einen Nickel 200, einen TI01, SS316. So ein paar Funktionen hat die Box und die feuert ab 0,05 Ohm.
Das ist schon mal schlecht. So, dann kann man doch da sehr niederohmig irgendwas wickeln. Und das Problem hat man eigentlich immer, wenn man wickelt und dann haben die Drähte meistens erst ein sehr niedriger Ohmwert bis nach dem Ausglieder. Und bis jetzt habe ich eigentlich mit der Gen 3 immer das Problem gehabt, dass ich Drähte nicht ausglieder können habe. Und dann das auf mein Paranormal drauf gemacht, zum Ausglieder und nach dem Ausglieder dann wieder zurück, weil der Ohmwert sich dann verändert hat, der Widerstand. So, mal ein bisschen raus, dann gucken wir jetzt mal die Ringcore an. Ringcore Manto X. Die sollte nämlich auch in Rot sein. Und somit wäre die dann nachher passend zusammen mit dem 2SX. So, rot ist es schon mal vom Design her. Muss ich jetzt echt sagen. Stick. Frage, wie gerade der Akku deckel auf. So. Und ist er vergleichbar mit meiner Gen 3 Dual? Ja. Also sehr ähnliche Form. Auch hier oben die Abrundung, dass man einen größeren Verdampfer drauf kriegt. Also der erste Eindruck hier so. Geil. Das ist richtig cool. Das heißt, dann machen wir hier auch gleich die andere zwei Akkus rein. Wir das Ganze auf jeden Fall mal einschalten können. Die Akkus, die sind in dem Fall ja genauso leer. Da bin ich dann echt gespannt, ob ich da jetzt wirklich einen Unterschied merke von VTC 4 auf meine VTC 6 Akkus, was ja sonst nutzt. Und das mit dem Akkudeckel hier. Muss ich jetzt so im ersten Eindruck sagen, ist besser gelöst als wie an meiner Wismac. Vom ersten Eindruck. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie das sich dann verhält, wenn das dann nochmal ein längerer Zeitraum drauf ist. Display gefällt mir eigentlich auch recht gut. Ja, bin es aber gewohnt, dass hier der Feuertaster ist. Im Display und jetzt ist er oberhalb vom Display. Ja. Also das Display ist etwas dunkler, das sieht man schon mal. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie mir der Akkuträger zusagen wird. Und da sind die Akkus halb voll. Die anderen sind komplett leer und die sind halb voll. So, und auch hier Lieferumfang. Ladekabel, Micro USB und eventuell auch Datenkabel. Weiß ich nicht. Dann ist eine Garantiekarte und wie man Akkus, wie die aussehen soll, wenn man sie einlegt, und eine kurze Bedienungsanleitung. Ob ich die brauchen werde, da bin ich noch gespannt. Wahrscheinlich hätte er, weil ich habe eigentlich noch gar nie irgendwie eine Bedienungsanleitung angeschaut. DRC Range. Cool. Ja, so. Sind also nur ein paar Blätter auf Englisch und dann kommt Chinesisch und das kann niemand lesen. Niemand, wo ich kenne. So.
genau zur Seite. Den Glas, den packe ich dann erst aus in dem Video dann. Was wir uns jetzt mal angucken können, das ist das Mock Kit. Weil ich vermute mal, dass ich den wahrscheinlich morgen echt mit auf die Messe nehmen werde. Weil es halt einfach klein praktisch ist. Dann habe ich jetzt so ein riesiges Gerät um hier rum. So. 2% im Lieferumfang dabei. Wie kriege ich das Gerät hier raus? Also da muss ich auch sagen, das ist jetzt mein allererstes Smog-Gerät. Also hier unten kann man es auf jeden Fall aufladen, Micro-USB, das heißt, da ist dann noch ein Micro-USB-Kabel irgendwo. Dann vermute ich mal, dass es 2 Pots sind mit unterschiedlichen Widerständen. Aber wenn der so im ersten Eindruck komplett gleich aussieht. Holen wir mal gleich einen raus, dass ich den nachher mal mit Liquid befüllen kann. So, dann haben wir hier im Lieferumfang so ein kleiner Bändel, dass man sich das eventuell um den Hals hängen kann. Wie das machen wird, das weiß ich nicht. Und das Micro-USB-Kabel zum Lader, eventuell auch für Software-Update. Dann haben wir ein Päckle Reis ist dabei. Kurze Anleitung. Was sich wahrscheinlich auch kein Mensch durchlesen wird. Und der sogenannte Scratch Code. Dass wir die Echtheit überprüfen können. So. Zurück in die Schachtel. Da werde ich mir dann nachher irgendwann Liquid einfüllen und werde das Ganze mal ausprobieren. Und ich glaube, den Pot, den kann man, ja, der wird auf jeden Fall magnetisch angezogen. Und den kann man so einlegen oder 180 Grad verdreht. Funktioniert genauso. So, ich kann jetzt bloß hier dran ziehen, der wird wahrscheinlich auch gleich feuern, aber ich habe noch kein Liquid drin, deswegen sagt erstmal zur Seite. Das mache ich dann nach dem Video. Und jetzt packe ich noch schnell den Zeiss X aus. Den kennen von euch wahrscheinlich auch schon viele, aber ich möchte jetzt wissen, wie der auf dem roten Akkuträger aussieht. Ob ich mir ein Kombi bestellt habe, was gut zusammenpasst oder ob das überhaupt geil ist, aber was. Das weiß ich nicht. Ich hoffe es bloß. So. Versiegelt. Auch noch schnell doch drinnen. Also aussieht der Zeiss X echt Hammer. Die Farbe ist mal richtig geil. Verpasst das Rot nicht so 100%ig zusammen, aber es sieht gut aus, mir gefällt's. Und das Trip-Tip, das ist auch was ganz
eigenes, sag ich jetzt mal. Ob es neu ist, weiß ich. Auf jeden Fall. Cooles Mundgefühl. Ja. Also das Rot passt zwar nicht ganz so zusammen, aber es sieht echt trotzdem meiner Meinung nach echt gut aus. Mir gefällt's. So, dann gucken wir mal geschwind hier in den Lieferumfang rein. Was haben wir denn dabei? Kurze Anleitung, wie man was befüllt, wie man was zerlegt in mehrere Sprachen. Dann haben wir hier drin wahrscheinlich Garantiekarte und ein bisschen Werbematerial. Ja, Kit. Und Lucid, vom Lucid Kit, ein Werbeprospekt. Den Lucid Kit, den habe ich auch schon vorgestellt auf meinem Kanal. Der hier. Schon fragliches Teil, weil ein Einwegverdampfer drauf ist, aber der Einwegverdampfer, der hebt halt ewig. Also, in das System auch nicht schlecht. So. Ich pack das jetzt wieder alles da rein. Die Schachtel landet nachher im Schrank und dann holt man die wahrscheinlich die nächste 5 Jahre nicht mehr raus. Da müsst ein bisschen Zubehör und wenn ich Glück habe, ein Ersatzglas mit dabei sein. Ja. Also ein Ersatzglas ist dabei, ein gerades, montiert ist ein Pappelglas. Denn was mir echt richtig gut gefällt, da ist Watte dabei und Coils, dass wenn man sowas kauft, dass man das auch gleich direkt verwenden kann. Die Wattestreife, ich finde die cool, das sind so richtig kleine, so viel wie man halt auch gerade braucht. Das ist echt lustig. So, das stoppen wir dann gleich mal da rein, weil man das irgendwann wahrscheinlich mal testen wird. So, dann haben wir noch ein anderes Trip-Tip dabei, ein Imbusschlüssel und so ein Multitool oder wie das heißt. Und natürlich ein paar O-Ringe und dann Trip-Tip-Verringerung von 18 auf 15 und sonst nichts weiteres mehr. So, das war die wahrscheinlich vorher Schnittbrauche. Und jetzt kriege ich die Schachtel jetzt sauber zu. Ja, scheiß doch drauf. Jetzt sehe ich aber selber. So. Haben wir eigentlich in dem Video alles auspackt. Bis auf die Watte und den Glas. Jetzt die Watte, weiß ich, da wird es wahrscheinlich einfach echt viel zum Auspacken geben, deswegen spare ich mir das jetzt einfach mal. Der Streifer kommt dann nachher hier raus, das sieht man ja schon. Jetzt drauf, wir machen jetzt einer auf. Jetzt mal rein. So, wenn man dann hier aufklappe, kann die Watte hier ein Stückchen rausziehen. Hier haben wir jetzt natürlich keine so schöne Metallöse mehr, wo die Watte geführt wird. Dann sei die ripst hier vielleicht ein bisschen auf. Also die Verpackung ist hier jetzt in dem Fall etwas günstiger geworden, aber
Ja, und man muss es aufmachen, weil sonst verrupft man die Watte. Gerade mal mit der alten vergleiche auf die. Also die alte, die hat hier noch so eine Metallöse drin. Fällt mir fast ein bisschen besser und so kann ich halt auch, wenn hier der Deckel zu ist, ganz einfach die Watte ziehen, die wird dann sauber rausgeführt. Funktioniert hier jetzt nicht mehr so schön. Ich muss jetzt echt aufklappen. Irgendwie habe ich den Eindruck, wie wenn der Wattestrang schmäler wäre. Täuscht vielleicht. Und die Watte riecht jetzt und die ist geruchsneutral. So, bin jetzt echt mal gespannt. Jetzt zeigt nicht, dass sich da nur die Verpackung verändert hat, sondern auch die Qualität von der Watte. Ich hoffe es nicht. Und jetzt gucken wir mal, ob man irgendwo eine Angabe findet mit dem Inhalt. Statt nur Durchmesser 3. Auf was er auf einer Watte ist, ein Scratch-Code drauf. Da steht nirgendwo ein Verpackungsinhalt drauf. Schade eigentlich. Aber die Nummer ist auf jeden Fall die gleiche geblieben. 6, 97, 11, 31, 76, 33, 69. Also sollte eigentlich auch die gleiche Watte sein, nur dass sich die Verpackung verändert hat. Das werde ich euch dann irgendwann einmal berichten können, ob ich da geschmacklich oder vom Verleger her einen Unterschied feststellen können habe. Ich hoffe, dass sich da nichts verändert hat, weil ich. Das ist eigentlich echt meine Lieblingswatte. So, und wenn wir jetzt eigentlich schon fast alles anguckt haben, dann gucken wir uns jetzt auch alles an. Das Video geht jetzt also wieder fast eine halbe Stunde. Vielleicht sollte ich weniger bestellen, da sind meine Videos auch nicht mehr so lang. Aber wenn es euch zu lang ist, ihr müsst das ja halt angucken. Aber die Aufrufzahlen auf meine Videos, die Post war da, die ist echt immer gigantisch. Und die haben auch echt festgestellt, dass viele andere YouTuber das jetzt auch machen. Und dass das tatsächlich Videos sind, wo ich selber gern angucke. Da freut man sich so ein bisschen mit, was irgendjemand Neues gekriegt hat. Und dann weiß man auch schon, wer was hat, wenn man da mal eine Frage hat, wen man dann fragen kann. Tja. Oh, komm. Aber da hätte sie ruhig irgendwo in der Schachtel eine Aussparung machen können, dass man gescheit auseinanderziehen kann. Also, wenn man das jetzt so sieht. Live ein mächtiger Verdampfer ist aber von der Größe her das gleiche wie der Aroma Meiser Plus. So. Dass die Airflow jetzt einen Anschlag hat, fällt mir, weil das hat der Aroma Meiser Plus nämlich nicht. Da kannst du die Airflow nämlich komplett im Kreis rumdrehen.
Dann muss ich dann immer suchen, wie man es einstellt am besten. Dafür ist die Airflow jetzt komplett, aber ganz unter am Boden. Hoff mal, dass der da nicht so leicht ausläuft. Boah, und das ist noch alles fest wie nochmal was. Ah, nein. Die muss das ja nicht mehr aufdrehen. Ich habe ja so einen Schnappverschluss. Also, das ist definitiv eine Innovation. Eine sehr positive Änderung. Weil das war das, was mich am Aromameister Plus immer gestört hat. Da schraubst du den Deckel runter und dann tust du ewig lang rum, bis das Gewinde, bis es richtig getroffen hast. Also zum Befüller wird das mit Sicherheit ein Vorteil sein. Die Größe ist, denke ich mal, ausreichend, dass man da mit großer Liquidflasche hinkommt. Dass man die Wicklung dann nachher sieht. Oh, da bin ich echt mal gespannt, ob mir das dann auch gefällt. So, dann haben wir hier ein gerades Glas montiert. Da passt dann, glaube ich, 8 Milliliter rein und mit dem Bubble Glas müsste dann 9 Milliliter reinpassen. Das sieht schon mächtig aus. Also, ich vermute mal nicht, dass ich das drauf machen werde. Außer ich mache das normale irgendwann mal aus Versehen kaputt. So, und dann ist noch ein normales Glas auch nochmal dabei. Finde ich echt gut. Sind insgesamt dann zwei Ersatzgläser dabei. Und die Glocke, die Glasglocke hier drin, die ist auch nochmal als Ersatz dabei. Fällt mir auch richtig gut. So, dann probieren wir mal. Gucken wir mal da unten rein. Dickes Vapeband ist auch wieder dabei. Dann haben wir paar O-Ringe, paar Marderschrauber. Da ist sogar eine zweite Dichtung für die Topcap oben mit dabei. Multitool. Und sehr wenig Klolektüre. Ein Aufkleber. Und vielleicht eine sparsame Beschreibung. Und da gibt es dann sogar noch Bilder von dem anderen, vom RDSA. Den habe ich mir aber gekauft und den werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen. Der macht für mich jetzt eigentlich keinen großen Sinn. So. Und dann hätte ich mal behauptet, ich habe jetzt echt alles auspackt. Also jetzt kommt dann auch die nächste Zeit ein bisschen mehr Hardware-Video auf meinem Kanal. Cool. Großer Einkauf in China. Aber was mir eigentlich echt wichtig war, dass ich jetzt nochmal ein paar Akkuträger haben will. Das ist immer so das große Problem, was ich habe. Dass ich einfach nicht mehr gewusst habe, welchen Verdampfer kann ich jetzt runterschrauben, dass ich einen neuen Verdampfer, was komme, draufschrauben kann. Weil die zwei, die werde ich, denke ich mal, nicht trennen. Hört halt einfach zusammen, weil ich es halt immer dabei habe. Und da dazu wollte ich jetzt halt einfach, weil ich das Design von dem Akkuträger halt sogar mag. Also sprich vom Gen 3. Einfach mal einen kaufen, wo von der Größe her genau gleich ist.
Ist so aufwascht, also der ist jetzt ja vielleicht ein Millimeter größer. Oder kriege ich für fast zwei von dem, was hier einer kostet. Und wenn er genauso gut ist, dann warte ich mir da nochmal ein paar Nachorder. So. Hab nicht viel geschwätzt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen da. Und schreibt in die Kommentare rein, wenn euch irgendwas interessiert oder wie auch immer. Dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.